Hallo, herzlich willkommen zu meiner 20. Folge von Verstrickt und Zugenäht. Ja, ich nehme jetzt doch außertourlich diese Woche noch auf. Ich habe euch ja gesagt, ich mache vielleicht eine Woche Pause, aber ja, es sind zwar Ferien und die Kinder sind zu Hause, aber die beiden beschäftigen sich gerade super gut alleine, streiten ein bisschen, ist ja normal. Aber ja, ich habe gesagt, ich flüchte, streitet mal jetzt eine halbe Stunde oder Stunde ohne mich. Ich mache jetzt was anderes. Ja. Ja, der Anfang ist immer kompliziert. Wie steige ich ein? Also, ich war beim Spinntreff gestern. In der Kunkelstube in Ellerbeuern im Bauernhofmuseum. Es war wieder sehr lustig und wir haben sehr viel gelacht. Und Mädels, hallo, ich grüße euch. Die Birgit, die Brigitte, die Steffi, die Alex, euch alle, Susanne, die Anja. Ja, wer auch immer von euch zuschaut. Und ganz viele Grüße an die Steffi von dem Tier. Du weißt. Nee, also wir hatten gestern sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ich erkläre euch jetzt nicht, warum das Tier grüßt. Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Ich habe auch ein bisschen gesponnen. Also außer wahnsinnig viel Lachen kam auch ein bisschen was auf mein Spinnrad drauf. Und ja, ich hatte gestern den bunten Fluff hier dabei. Das ist BFL, Blue Faced Lester, mit Sari-Seide und zwar von der Fanny gekurbelt, von Daydream, ihrem Shop. Und das sind Pompons, Regenbogen Yeti, 95% BFL und 5% Sari-Seide. Und ach, das ist ein Flauschi-Traum. Ich habe da so hier die Tüte hier. Die ist nur noch halb, ja, ein bisschen mehr wie halb voll. Und dann habe ich nochmal so eine Tüte. Also das werdet ihr wahrscheinlich länger sehen, weil ich meistens eh nur beim Spinntreff spinne. Und es war für dieses Jahr das letzte Mal in Illerbeuern. Da ist jetzt so Winterpause in dem Bauernhofmuseum. Es gibt im November von der Kunkelstube ein ganzes Kunkelwochenende. Da werde ich aber voraussichtlich nicht teilnehmen. Ich habe mich mal nicht angemeldet. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich spinnen werde die nächsten Wochen, Monate, mal gucken. Also, das habe ich aber gestern geschafft. Die Spule ist nicht mal halb voll geworden. Das sind in etwa, ich habe es vorhin gewogen, es müssten so 25 Gramm etwa sein. Also wenn man denkt, da habe ich schon eine Zeit lang dran gesessen, aber es ist gar nicht so viel. Aber es ist auch ziemlich dünn geworden, wie ihr seht. Aber mir gefällt das total gut. Wie diese Sari-Seide, die lässt sich ja relativ schwer ausziehen und ich will die auch gar nicht ganz fein ausziehen. Die macht dann so Knubbels rein, wie so kleine, beim Tweedgarn, so kleine Tweedbobbles und mir gefällt das super gut. Ich werde das wahrscheinlich dann dreifach zwirnen mit sich selber, also in Ketten zwirnen. Das ist mal mein Plan. Mal schauen, aber wird noch ein Weilchen dauern, bis das fertig ist. So, wo stehe ich hin? Hier habe ich Platz. Ja, das habe ich gestern gesponnen und gab es sonst noch beim Spinntreff irgendwas Neues? Nee, ich glaube nicht, was ich euch berichten könnte. Nee. Gestrickt habe ich auch ein bisschen, wobei ich letzte Woche auch nicht so viel zum Stricken dazu kam. Aber ich habe meinen November-Socken angefangen. Und das ist Oktober. Also heute ist der 31. Oktober. Ich habe trotzdem heute schon einiges geschafft an meinen November-Socken. Bin ganz happy. Und zwar habe ich so viel geschafft. Moment. Das ist auf meinen 2,0 Knit Pro Carbons Nadeln, 80 cm lang. Und hier seht ihr, ist die Ferse. Beim Fußteil bin ich schon an der Hälfte. Hier habe ich eine Herzchenferse mit verstärkter Fersenwand gestrickt. Und hier ist das Fuß. Und die schönen Streifen, das Muster, das macht die Regia Perfekt. Von alleine. Das Garn habe ich ja verwendet. Schaut im Bobbel ganz unspektakulär aus. Man sieht es hier auf der Banderole, was es für ein Muster macht mit den Streifen. Aber in Natura schaut es so viel schön aus. Die Farbe ist die 7122 Black Forest. Nennt sie das, also Schwarzwald. Macht also schöne Streifen und doch hier oben das Bündchen schön. Habe ich nicht selber, wie sonst immer, das angestückelt, sondern das ist wirklich so, kommt es aus der Wolle, aus dem Knäuel, wenn man den von innen raus strickt, wie angegeben. Ja, meine November-Socken wachsen schon.
Dann habe ich noch an meinem Velamo weitergestrickt. Das ist die Anleitung aus dem Pompom Magazine vom, was ist es, Herbst von diesem Jahr. Und zwar der Pulli hier auf dem Titelbild von der Francesca Hughes. Und ich habe aufhören müssen. Wie ihr seht, ich zeige es euch gleich, warum. Hier oben hat man kommt eine dritte Farbe ins Spiel und ich möchte das in einem Grau machen. Ich dachte, ich hätte ein passendes Grau in meinem Stash irgendwie, irgendwas, habe aber nichts gefunden. Das heißt, ich werde heute Nachmittag wahrscheinlich, wenn ich die Kinder ins Training fahre, dann gleich mich in die Stadt begeben, entweder zu Karstadt oder zu Lana Grossa und mal gucken, ob die eine passende Farbe haben. Weil ich bin mit meinem Pulli, mit dem Vorderteil, das wird ja separat gestrickt, schon so weit. Wie ihr seht, hier oben habe ich schon die Ärmelschräge, die Armausschnitte angefangen. Und jetzt kommt eben, käme eben dieser dritte, die dritte Farbe hier auf dem Original in Pink. Aber ich wollte jetzt was Neutrales da oben, möchte ich in Grau machen. Ich habe auch hier diesen Körper länger gestrickt als wie vorgesehen. Beim letzten Mal, als ich es euch gezeigt habe, war ich hier bei dem Hotzchen. Da hatte ich jetzt so viel Streifen und so viel ist noch dazu gekommen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich noch dazu gestrickt. Ja, mir gefällt super, wie es rauskommt. Das Garn, das ich hier verwende, ist Barocco Ultra Alpaca Fein, also ein Fingering Garn, Sockenwollstärke. Ich stricke das auf mein 3,0 Haya Haya mit dem austauschbaren Seil. Aber worüber wir gestern auch wahnsinnig gelacht haben beim Spinntreff, ich schaffe es sogar, dass sich das Seil, das sich hier mitdreht, dass sich hier die Verbindung löst, immer mal wieder am Schraubverschluss. Obwohl ich das zuziehe mit diesen Gummilappen und mach und tu. Ja, ich bin ein Tier. Ich schaffe alles. Ja. Ja, und das wohnt in meiner, noch passt rein, in meiner super süßen Tasche von der Biene, von der Fritzi. Fritzi Kreativ. Komme ich später noch dazu, warum ich das jetzt noch mal extra zeige. Ja, und dann habe ich gestern vor dem Spinntreff einen Anfall bekommen. Muss ich anders angefangen. Ich habe ja graue Wolle gesucht für mein Projekt hier, für den Pulli, für den Velamo. Und nichts gefunden, aber mir ist was anderes in die Finger gefallen. Ich habe ein UFO. Also wer mich schon länger kennt und das beobachtet, ich habe eigentlich normal nie ein UFO, also ein Unfinished Object. Also ich mache normal alles fertig oder ich ribbel es und schmeiße es weg. Aber sowas Halbfertiges gibt es bei mir normalerweise nicht. Ja, denkste, war doch was da. Und zwar das hier, das ist gerade die Naht und das hier. Was könnte das wohl sein? Ah, jetzt seht ihr gerade die Naht. Ich habe es falsch gehalten, wo es verbunden wurde. Hier. Doch, oder? Ja. Also, was könnte das wohl sein? Das sind zwei kleine Kauls. Und zwar gehört das zu der Anleitung zum BFF-Kaul. Also Best Friends Forever-Kaul. Das ist eine Anleitung aus der Nitty von dem Nitty Deep Fall 2012. Nitty habe ich euch ja letztes Mal gesagt, das ist die Internetseite, wo es immer wieder kostenlose Anleitungen gibt, aber allerdings alle nur auf Englisch. Und das ist eine Anleitung, die beiden, von der Isolda Teague und der Stephanie Dosen. Stephanie Dosen ist die Frau hinter Tiny Owl Knits, die diese tollen Eulensachen immer wieder designt oder auch andere Sachen nicht nur. Und ich zeige euch mal hier die Anleitung. Ich habe es leider nur in schwarz-weiß. Der Gedanke ist, man strickt eben zwei solche Loops in zwei verschiedenen Farben und dann tauscht man aus. Also jeder hat ein graues und eins in einer anderen Farbe mit dem jeweils anderen Design. Also ein Design, das hier ist das Design von der Stephanie Dosen und das ist das Design von der Isolda Teague. Und wenn ich jetzt das in einer anderen Farbe habe, dann verbinde ich die miteinander wie eine Acht. Also bevor die Kauls geschlossen werden, werden die hier zusammengenäht. Das muss man darauf achten. Und dann haben die so sind die wie eine Acht, eben wie so Freundschaftsringe und dann trägt man den, zieht man einfach so oben drüber. Ja, eben, und die habe ich nie beendet. Aber gestern hat mich der Rappel überkommen, weil ich nämlich eine passende Farbe gefunden habe. Die da. In meinem Stash. Das ist die McWool von Lana Grossa. Die gab es mal im Ausverkauf für 1 €. Da habe ich 2 Stück davon. Und
Da habe ich gestern angefangen. So viel. Schaut mal. Gerade mal angeschlagen und noch eine Reihe dazu. Das Grün ist ein provisorischer Anschlag, weil das ja hinterher verbunden wird und eben, weil ich dann darauf achten muss, dass ich die miteinander verbinde. Also, die McWool von Lana Grossa und das Garn hier, das dunkelgraue hier, das ist ein Überbleibsel, das ist Schulana Garn, aber wie das genau heißt, fällt mir jetzt auswendig gar nicht ein. Es ist von Schulana, daraus habe ich von Isolda Teak den Angostura. Das ist ein Pullunder aus Little Red in the City. Den habe ich daraus gestrickt und das war nur übrig. Und ja, wenn es fertig ist, bekommt die zweite Hälfte die Nina, meine Tochter. Die freut sich auch riesig drauf, weil Mutter und Tochter, BFF, passt ja eigentlich ganz gut. Jo, mal gucken, wie weit ich damit komme. Das war gestern so ein Anspringer, weil ich mir die Wolle in die Finger kam, auf der Suche nach grauer Wolle. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Die Anleitung ist eben nur BFF. Und das sind die beiden. Das ist die Stephanie Dosen und hier ist die Isolda Teak. Und ich glaube, das Original ist in einem schönen hellen Apfelgrün und einem schönen Blau. Also so ein Himmelblau. Also schaut ganz toll aus. Ich habe jetzt eher so eine Spießer-Variante mit dem Grau und dem Senf. Naja, egal. Und ich stricke das auf meinen 3,0 Olivenholznadeln. Ich traue mich, ich nehme sie wieder. Ich bin ja so froh, dass ich die wieder habe. Und ja, das ist alles, was aktuell auf meinen Stricknadeln haust, wohnt, lebt. Genäht habe ich gerade vorhin ein bisschen, aber das war einmal Flickarbeit an einem T-Shirt von meiner Tochter und einmal von meinem Sohn, der ist in der Eishockeymannschaft Kapitän. Und der Kapitän trägt am Eishockey-Trikot so einen kleinen Aufnäher mit dem C drauf, das C für Captain. Und das musste ich jetzt gerade vorhin draufnähen. Das war alles. Also Flickarbeit und das Schildchen draufnähen, also nichts Spektakuläres. Ja, ich wollte euch nur zeigen, was Phoebe heute trägt und was ich trage. Das am Hals, das kennt ihr ja schon. Das ist mein Waiting for Rain-Schal. Den kennt ihr ja schon länger. Das ist die Wollmeise Meilenstein zusammen mit Malabrigo Socks in der Farbe Eggplant. Und die Malabrigo, das hier, war ein Rest von diesem Projekt, was Pippi trägt. Und zwar habe ich da den Braids Made gestrickt. Das ist die Anleitung von Martina B. Und den Schal mag ich auch unheimlich gerne. Das ist, kennen die meisten von euch schon, diese Zopf. Dieser Zopf, der hier durch das Tuch durchgeht. Moment, hier ist der Anfang. Falsch rum. Das ist der Anfang. Hier fängt man an. Und dann wird das hier bleibt der Zopf hier am Anfang. Seht ihr das? Ah ja, das eine ist zwar überbelichtet, aber man kann es erkennen. Hier der Zopf, das wird dann hier immer breiter. Bis zu einem gewissen Punkt. Man muss hier wissen, wie viel Garn man hat und hin und wieder mal wiegen. Hier ist dann so ein Zipfel. Und dann wird der Zopf, wandert dann hier auf einmal an den Rand. Der säumt dann hier die andere Hälfte an dem anderen Zipfel. Also haben wir einmal hier den Zopf, wo er in der Mitte und hier am Rand übergeht. Und das Schöne ist, das ist ein Zopf, der auf beiden Seiten gleich ausschaut. Vorder- wie Rückseite oder fast gleich. Man sieht keinen wirklichen Unterschied. Und der Rest ist kraus rechts gestrickt. Das heißt, wenn man das so um den Hals geschlungen kriegt, muss man nie darauf achten, ach, habe ich jetzt die Vorderseite oder die Rückenseite gerade vorne. Das ist da wurscht, das ist Jacke wie Hose. Und ich sehe gerade hier an meinem Bildschirm, das schaut aus wie schwarz. Weiß ich, den Pulli, den ich trage, das ist nicht, mach ich mal kurz mein Waiting for Rain Schal ab. Hier seht ihr, den habe ich ja mit den mehreren Farben, also zweifarbig gestrickt mit dem Lace-Teil. Und ich trage heute den Sidekicks, das ist eine Anleitung von der Melnitz, also Melanie Mielinger, auf Reverie gibt es die Anleitung. Sidekicks heißt der Pullover, den habe ich damals testgestrickt, das war im Sommer 2015. Und ich habe das Wollmeise Lace Garn verwendet in der Farbe 82 pb. Ich habe nicht alles verwendet, der Lace Strang hat ja normal 300 Gramm, mir haben 256 Gramm gereicht. Ich habe das mit 2,5 mm Nadeln gestrickt und hier ist jetzt nur deswegen interessant der Pulli für alle, die an dem Raglan von oben Karl von der Ramona's Nadelstübchen mitstricken auf Facebook.
falls ihr noch eine Anleitung sucht, hier der Sidekicks wäre auch eine Möglichkeit, ist auch ein Raglan und der hat halt die Klune, dass hier an dem Raglan-Schrägen vorne und hinten ist das Lace-Muster, also ein Lochmuster. Man sieht es und leichte Verzopfungen. Das ist aber jetzt echt ein bisschen schlecht, weil das klingt. Ah, jetzt wird es besser. Und dieses Lace-Muster ist auch hinten. Ich habe extra ein weißes T-Shirt drunter, dass man es schön sieht. Hier ist ein glatt Linksteil. Hier, und das Schöne ist, hier nach hinten geht es gerade runter und hier nach vorne wandert das Lace-Muster so ein bisschen zur Mitte hin auf beiden Seiten. Und endet dann hier unten einfach in einem Rippenbündchen. Und hat man hier auch unterm Ärmel und hier hinten dran. Also es ist ein richtig schöner Blickfang. Hier oben ist einfach nur ein ganz normales rundes Bündchen. Die Passform von dem Pullover ist super. Also ich mag den unheimlich gern. Ich trage den wahnsinnig oft und das schätze ich jetzt an Wollmeise so, dass die nicht so schnell pillt. Das Garn bleibt schön glatt. Also ganz minimal hier unter den Armen oder hier an der Seite, wo die Arme, wo man so rumschuppert, da pilzt es minimal. Aber da müsste ich nur mal meinen Fusselrasierer ein bisschen drüber. Ist einfach sehr pflegeleicht. Und die Arme kann man so lange machen, wie man möchte. Und alles in einem Stück, nichts zum Zusammennähen. Sidekicks von Wellnitz. Ja, das war alles zum Strickigen. Ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel. Ihr merkt es die ganze Zeit, ich schaue ganz nervös runter. Ach ja, bei dem Bridesmaid habe ich zwei Stränge von dem Malabrigo Socks in der Farbe Eggplant gehabt, aber eben nicht alles verstrickt. Das waren 560 Meter, was ich da verstrickt habe und der Rest ist eben hier rein von den zwei Knäueln. Ja, genau. Ja, dann habe ich letzte Woche mich mit der Biene getroffen, die Fritzi Kreativ, die mit den tollen Beutel mal genäht hat. Und sie hat bei uns in der Nähe Urlaub gemacht und dann haben wir uns ganz relativ spontan zum netten, ganz netten Café getroffen, in einem Bio-Café und haben ganz nett zusammen gegessen, gestrickt, geratscht. Und die liebe Biene hat mir das mitgebracht. Ich habe es jetzt nochmal in der Packung drin gelassen. Ich zeige es euch. Kurz mal knistern. Das hat mir so eine große Freude gemacht, Biene. Schaut mal. Eine wunderbare, selbstgenähte Notions Pouch. Und hier hat sie noch einen kleinen Anhänger dran mit dem Sternchen. Just for you steht da drauf. Vielen Dank für deinen Podcast. Und hier steht drauf Emergency Snack. Und zwar gibt es einen englischen Podcast. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Entschuldigung, tut mir leid. Auf jeden Fall. Es gibt einen englischen Podcast mit zwei Moderatorinnen. Und die haben immer einen Emergency-Snack dabei, das heißt ein Notfall-Snack. Und die liebe Biene hat mir hier in diese wunderbare Tasche, hier auch mit einem Karabiner, einen Notfall-Snack auch eingepackt. Und schaut mal, ganz lecker. Einen mega leckeren Riegel, Kokosriegel, Raw Bite, die kenne ich. Das ist vegane Riegel und alles nur Früchte und Nüsse, also da ist nichts anderes und alles auch roh verarbeitet. Dann meine geliebte Zotter Trinkschokolade, 100% Schokolade. Die wird auch, werde ich genießen. Die mache ich meistens auf zweimal. Der ganze Riegel ist immer zu viel. Die teile ich ein, wird auf zweimal genossen. Und noch einen leckeren Weiß-Nougat-Crisp-Riegel von Vivani, auch vegan. Biene, vielen Dank nochmal dafür. Packe ich jetzt nochmal rein, muss ich nur verstecken vor dem Rest der Familie, nicht, dass mir jemand meinen Emergency-Snack wegsnackt. Und das werde ich dann mir meine Stricktasche vielleicht packen oder meine Handtasche. Und wenn es dann mal leer gefuttert ist, werde ich da drin meine Strickaccessoires aufbewahren, die man immer braucht, was sich mit sich rumschleppt. Schaut mal den schönen Stoffer an mit den schönen Blumen drauf. Ich mag das eh so ganz so Lavendelfarben. Herrlich. Dankeschön, Biene. Ach, richtig schöner Nachmittag oder Mittag. Und jetzt mache ich gleich meinen Schlenker zum veganen Essen. Also wen das nicht mehr interessiert, tschüss, bis nächste Woche. Und wenn das vegane Thema noch interessiert, ich möchte heute ein bisschen über Käse reden. Käse ist für viele Veganer nicht so einfach, das zu
ersetzen. Oder viele sagen, ja, vegan, ich kann auf Fleisch verzichten, gar kein Problem. Milch geht auch, aber Käse, ohne Käse kann ich nicht leben. Dachte ich am Anfang auch. Aber es geht sehr gut auch ohne. Und ich möchte ein bisschen euch erzählen über so Käseersatz. Wobei das Wort Ersatz mag ich eigentlich nicht, weil viele Sachen sind wirklich eigenständige, leckere Alternativen. Käsealternativen, sage ich mal so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kommt auch darauf an, für welchen Zweck man Käse verwendet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, mit Spickzettel gucken, etwas überbacken möchtet, also zum Beispiel ein Gemüseauflauf oder ein Kartoffelgratin und da einfach so was Cremiges oben drüber möchtet oder auch bei Pizza, dann gibt es die Möglichkeit, sich eine Paste sozusagen zu machen mit Hefeflocken. Hier habe ich die jetzt zum Beispiel von der Firma Erntesegen gerade bei mir im Haus da. Hier steht auch drauf mit Rezept für veganen Käseersatz. Das ist jetzt eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man sich das mischt mit, man macht Margarine in einem Topf warm, also pflanzliche Margarine, gibt 2 Esslöffel Margarine, 3 Esslöffel Mehl dazu, lässt es eben schmelzen und gibt dann noch Flüssigkeit dazu, 150 Milliliter, entweder Wasser, Gemüsebrühe, Sojamilch, Hafermilch, je nachdem, welche Konsistenz man auch haben möchte. Und dann noch 4 Esslöffel von diesen Hefeflocken dazu. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken oder mit Senf oder mit Kräutern, je nachdem. Und schon hat man so was zum Überbacken von Gemüse oder im Auflauf oder Gratin oder Lasagne, Pizza, je nachdem, was man machen möchte. Die andere Variante, wenn ihr zum Beispiel ein Käse wie Parmesan vermisst, über die Spaghetti mit Tomatensauce oder mit Tofu Bolognese, dann kann man auch diese Hefeflocken zusammen, also 45 Gramm von den Hefeflocken, 130 Gramm Cashewkerne und 100 Gramm Pinienkerne mischen und noch einen Teelöffel Salz. Also die Nüsse hacken, am besten im Mixer kleinschreddern, mahlen, Hefeflocken dazu, Salz dazu, das gut durchmischen. Das schaut aus wie Parmesan und der Geschmack ist sehr parmesanähnlich, fast nur besser, weil das einfach so richtig schön würzig auch noch ist. Die Hefeflocken machen das schön würzig und haben so einen leicht käsigen Geschmack einfach. Also das ist der Tipp für Parmesan. Wer jetzt Hefeflocken nicht verwenden mag, es gibt auch Menschen, die Hefe nicht gut vertragen, die darauf achten müssen, nicht zu viel Hefeprodukte zu essen. Für die gibt es die Möglichkeit, das natürlich auch mit Cashewmus oder Mandelmus zu machen. Wenn es, also nicht den Parmesanersatz, aber anstatt, dann lässt man einfach die Hefeflocken weg und macht einfach nur mit Salz und Pfeffer und gemahlenen Nüssen sich was drauf über die Pasta. Und wer jetzt was zum Überbacken für Pizza oder sowas möchte, kann Cashewmus. Ich habe das hier von der Firma Rapunzel. Die ist bei uns in der Nähe hier ansässig, in Legau. Kann Cashewmus oder Mandelmus zusammen mit ein bisschen Wasser und Zitronensaft verrühren. Das gibt dann auch so eine schöne flüssige Paste. Und das kann man dann sich auch so auf die Lasagne, auf die Pizza, auf den Auflauf drauf machen. Und schmeckt dann auch schön cremig und dieser Nussgeschmack. Also muss einfach ausprobieren. Cashewmus oder Mandelmus, was einem besser schmeckt. Ja, ich bin eh ein großer Nussmus-Fan. Und von Rapunzel gibt es eben auch solche kleinen Heftchen. Die kann man entweder direkt bei Rapunzel anfordern, bei Rapunzel Naturkost in Legau. Oder die sind da oft im Reformhaus oder im Bioladen, liegen die oft auch aus. Da sind auch ganz viele Rezepte dabei. Und die haben jetzt auch neue Sorten rausgebracht. Da gibt es nämlich schon Nussmischungen für ein Dressing zum Beispiel. Hier steht da drauf, seht ihr, das ist eine Testabfüllung, weil wir da öfters eben sind. Bevor das im Handel kam, kann man das da oft schon viele Sachen im Voraus schon kaufen und mal ausprobieren. Es gibt eins für Dressing, für asiatische Küche habe ich noch eins. Das war auch die, nee, das war das Original, keine Testabfüllung. Und eine zum Backen noch. Hier bei dem zum Backen, da ist zum Beispiel noch gleich Bourbon-Vanille dabei, Haselnüsse, Mandeln, Mohn. Kann man zum Backen verwenden. Oder bei dem Nussmus Asia, es sind Erdnüsse, Mandeln und Sesam dabei. Und bei dem Dressing, da sind Sesam, Mandeln, Cashew und Kürbiskerne dabei. Also je nachdem, wie die Nuss, Mischung ist, ist auch der Geschmack ganz anders. Kann man was anderes erreichen damit. Und eben die Rezeptideen in den Heftchen kann ich euch nur empfehlen. Sind super lecker. Also von süße Sachen, Cookies und Eis und Varianten und Sorbet, Curry, Gemüsecurry, Kichererbsencurry, Pfannkuchen mit Gemüsefüllung.
eben Marinade für ein Blattsalatdressing, wo dieses Nussmus verwendet wird. Yummy. Mega lecker. Ja, das war heute mein kleiner Schwenk zum Käse. Aber ich bin ja ganz ehrlich, hin und wieder brauche ich auch mal so ein Gefühl von Käse auf dem Brot oder auf dem Semmel. Dann kaufe ich auch mal die Wilmersburger Käsescheiben. Das ist veganer Käse. Schmeckt ein bisschen wie echter Käse, aber nur ein bisschen. Hin und wieder überkommt es mich und dann kaufe ich auch mal ein paar Scheiben Wilmersburger. Und dann denke ich wieder, das schmeckt ja doch alles nur künstlich nach Chemie. Und dann bin ich wieder geheilt für mindestens 4 Wochen und kaufe den dann nie wieder, sage ich. Und dann hin und wieder muss es dann sein. Die anderen Käsealternativen, die es im Bioladen gibt, so, da gibt es auch so Pizzaschmelz. Also die schmecken oft sehr, ja, entweder pappig oder künstlich oder nach gar nichts. Deswegen also mein Tipp, wer es probieren möchte, versucht es mal mit so einem Nussmus oder mit Hefeflocken. Das ist sehr abwechslungsreich und mal was anderes. Ah, den Nussmus, daraus kann man auch so eine Art Nutella auch herstellen, wenn man da noch Kakao mit reingibt und ein bisschen gemahlene Mandeln, ja, Mandeln ging auch, oder gemahlene Haselnüsse oder mit Marzipan noch ein bisschen, kann man auch ganz viel rumexperimentieren und sich einen leckeren Aufstrich zaubern. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles euch erzählt, was ich erzählen wollte. Es ist ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich muss ja nicht immer eine halbe, mehr als eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde labern. Ihr findet mich auf Ravelry als Ellie15, wobei ich da momentan ein bisschen selten bin, weil mir das einfach zu viel Zeit frisst, der Internetkonsum. Deswegen habe ich das ein bisschen reduziert. Und auf Instagram findet ihr mich und Facebook. Und morgen ist der 1. November, Mädels. Morgen geht's los mit dem Raglan von oben bei Ramonas Nadelstübchen auf der Facebook-Gruppe. Wir stricken an einen RVO, glaube ich, heißt es. Muss mal schauen, vielleicht kann ich es auch noch verlinken. Und würde mich freuen, wenn viele von euch mitstricken. Ich habe ja bis jetzt brav nur meine Maschenprobe gemacht. Habe die aber noch gar nicht ausgezählt. Muss ich noch machen, damit ich morgen mein Raglan anschlagen kann. Mein Eist-Cardigan will ich ja machen. Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss!